Kannst du vorweg ein paar Worte zu dir sagen? Ja, ich bin seit 35 Jahren in der Steuerberatung tätig, davon die letzten 20 Jahre in der Managementberatung für Steuerberater und komme aus dem Tiroler Oberland, genau genommen aus Zams. Was war denn für dich der Auslöser von 0,001? Ja, vor gut 30 Jahren habe ich eine längere Motorradreise durch Nord- und Südamerika gemacht und dort in Porto Alegre auch einen Philosophieprofessor Carlos Zirner-Lima kennengelernt. Das ist der Mann von Maria Tomaselli, einer Tiroler Künstlerin. Ein Bild sieht man da im Hintergrund. Und so in mehreren abendlichen Gesprächen haben wir darüber gesprochen, dass die Bildung so die größte Herausforderung ist und jegliche Probleme, die es auf der Welt bestehen, kein Bildungsprobleme sind. Aber die Schwierigkeit und die Krux an der ganzen Sache, wenn sich eine Regierung dazu verschreiben würde, das zu ändern, ist, dass das zu kurzfristig alles gedacht ist, um die wirklich Bildung zu verändern, nachhaltig braucht es ein oder zwei Generationen und die Legislaturperioden von Politikern sind meistens kürzer. Also Bildung als Lösung aller bestehenden Herausforderungen der Welt? Ja, wenn man so länger darüber nachdenkt, kann man alles auf Bildung reduzieren. In letzter Konsequenz sind Bildungsfragen, wobei es jetzt auch nicht um die akademische Bildung geht, die natürlich genauso wichtig ist, aber um jede Form der Bildung, formell, informell, Alltagsformen, also jede Form der Bildung und nicht nur unbedingt um die Schulbildung. Und egal welches Thema das ist, ist eine Bildung vorhanden, dann können, ich denke, so gut wie alle Probleme auf der Welt tatsächlich gelöst werden. Und wie kam es zur konkreten Idee von 0,001 bzw. dem 1-Promille-Projekt? Ja, das Thema hat mich jetzt viele Jahre beschäftigt und an ihren Connex gefunden, wie ich jetzt dazu irgendwas beitragen könnte, um da die Bildung irgendwie signifikant zu verbessern. Und vor so 2-3 Jahren, weiß auch nicht woher, kam mal die Idee, wie wäre es denn, wo kann ich den größten Beitrag leisten, wo könnte ich was machen? Und das hat damit zu tun, dass ich viel mit Zahlen zu tun habe, mit Steuerberatern und ich mir vorgestellt habe, wenn es gelänge, dass meine Kunden, Steuerberater oder auch Unternehmen, ein Tausendstel, ein Promille, also 0,001 ihres Umsatzes Bildungsprojekten widmen würden, dann könnten wir schon ganz kräftig was bewegen. Und 0,001 ist ja nicht wirklich viel. Und das spürt bei mittleren Unternehmen so gut wie kein Unternehmen. Und trotzdem können wir einiges damit bewegen. Warum fiel die Entscheidung für das SOS Kinderdorf als Träger des Projekts? Ja, das hat mehrere Gründe. Mal zuallererst die räumliche Nähe von Zams nach Imst, Gründungsort der SOS Kinderdörfer, sind es gerade mal 10 Minuten. Und der zweite Grund ist, dass ich schon ein, zwei Projekte mit dem SOS Kinderdorf gemacht habe. Das war immer sowas von unbürokratisch, so wenig kompliziert, wirklich einfach. Und das SOS Kinderdorf ist natürlich weltweit tätig, hat aufgrund der Kernaufgabe immer mit Kindern zu tun, hat auch eine Fülle von Bildungsprojekten immer wieder am Laufen. Abgesehen davon glaube ich, dass sie sehr schlanke Verwaltung haben und die Mittel super eingesetzt sind. Und letztendlich auch der Leitsatz von Hermann Gmeiner: Alles Gute auf der Welt passiert immer dann, wenn ein Mensch mehr tut, als er tun muss. Das waren so die Gründe, um mit dem SOS Kinderdorf das Projekt aufzusetzen. Und wenn du einmal Träume Wirklichkeit werden lassen könntest, wie würde das aussehen? Ja, wenn es mir gelingt, ein paar Steuerberater zu überzeugen und es gelingt weiter, dann meinen Kunden, den Steuerberatern, ihre Klienten zu überzeugen, also Unternehmen zu überzeugen. Und wir dann wirklich mehrere Unternehmen, vielleicht sogar viele Unternehmen überzeugen könnten, die dann bereit sind, 1 Promille, 0,001 ihres Umsatzes in Bildungsprojekte zu investieren, zu widmen. Und es in allerletzter Konsequenz sogar so weit kommt, dass Kunden lieber dort einkaufen, wo sie wissen, dass Bildung wichtig genommen wird,
ja, das wäre schon eine Sensation. Und ich hoffe, dass jetzt einfach da der ein oder andere zumindest den Startschuss macht und wir dadurch einmal das Ganze in Gang setzen können.